Willkommen Leute, euer Gonzo hier und ich dachte mir, wir könnten eine kleine Herausforderung abschließen. Und zwar gibt es im Master Duel ja das Spezialdeck-Herausforderung, und zwar ganz unten im Solo-Modus. Der Solo-Modus hat zum Glück keine Ladezeiten, weil nicht online und so, sondern einfach mal gegen die KI. Und es handelt sich hier um die Anime-Gegner. Insgesamt gibt es zweimal Spezialdeck-Herausforderungen, und zwar mit den Original-Yu-Gi-Oh! Und mit Yu-Gi-Oh! GX. Wir können das gerne beide durchgehen, wenn ihr Bock habt. Oder wenn ihr die Red-Eye-Challenge vermisst, dann schreibt mir auch gerne das. Dann machen wir mit der Red-Eye-Challenge auch noch weiter. Die regel ich dann aber offline, weil das die ganze Zeit im Livestream anzumachen, wenn die Leute was anderes sehen wollen, nee, dann gehen die Leute dann aus dem Stream weg. Und wir können das gerne so offline machen. Ist dann schön in Ruhe schnell gemacht. Ich kann mich viel besser auf die Duelle konzentrieren. Die werden dann vielleicht in Zukunft auch mal besser. Mal gucken. Und ich kann dann auch noch anderen Content machen oder extra Content im Stream machen, der nur für den Hauptkanal ist. So. Wir starten jetzt mal, denn hier der erste Gegner ist Weevil Underwood. Das wird nirgendwo angezeigt. Nirgendwo sind die Anime-Gegner gezeigt. Man sieht aber hier die perfekte, ultimative, große Motte. Und wir wissen, wir beginnen eigentlich als Yugi gegen Weevil. Ich nehme aber nicht das Leideck, weil die sind alle unter aller Sau. Die sind total beschissen. Wir nehmen stattdessen dieses wunderbare Cypher-Galaxie-Augendeck, was wirklich nicht zum Spielen geeignet ist. Benutzt niemals dieses Deck. Es ist rein zum Spaß. Es ist nur Spaß. Ich spiele das Spiel einfach nur zum Spaß. Ich habe schon wieder 4000 Gems. Einfach so, ohne Geld auszugeben. Weil ich im Ranked nur zum Spaß spiele. So, die Frage ist, wie starten wir? Am besten als zweites ist ein Going Second. Ich bestimme das einfach. Warum sollte ich nicht meinen Vorteil rausziehen? Ohoho, cool. Ach, die ist doch verboten. Verboten gut. Super Evolution der Insekten. Ihr seht, das ist ein verbesserter Weevil. Direkt mal 2000 ATK auf dem Feld. Als wenn ich noch wüsste, was die hier macht. Wähle ein offenes Monster, Stufe 7 oder höher. Das kontrollierst. Die Stufe aller anderen Mon offenen Monster, die du kontrollierst. Wenn zur gleichen Stufe, okay. Also wenn ich zwei Monster auf dem Feld habe, werden die zu Achter. Zwei Achter auf dem. Aha, okay. Soweit, so gut. Ich habe einen Plan. Zwei Spielmarken mit 2000 ATK. Das erlaubt uns, ihn spezial zu beschwören. Ja, geil. Aber das reicht uns nicht. Astrala Kuribo kommt aufs Feld. Acht. Wir können ihn direkt auf 8 machen, ne? Das ist vollkommen egal. Ich dachte, ich benutze die Zauberkarte, um ihn auch Level 8 zu machen. Aber er ist ja schon Level 8. Gut. Galaxieaugen. Tachyonendrache. Da habe ich doch eine schöne Fallenkarte. Guck mal hier, die Tachyonen. Transmigration. Falls du ein Galaxieaugenmonster kontrollierst, aktiviere diese Karte als Kettenglied 2 oder höher. Annulliere die Akt Dingsbums, da, Aktivierung. So. Galaxieaugen, Tachyonendrache, Monster kontrollierst, kannst du diese Karte von deiner Hand aktivieren. Wie geil. Okay. Was macht denn der Tachyonendrache? Einmal pro Battlephase, am Beginn deiner Battlephase, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, annulliere die Effekte aller anderen offenen Monster, die sich derzeit auf dem Spielfeld befinden. Zusätzlich werden ihre ATK und Def dieselbe wie ihre Grund-ATK und Def. Während der Battlephase, falls du diesen Effekt in diesem Spielzug aktiviert hast, erhält diese Karte jedes Mal, wenn ein Karteneffekt deines Gegners aufgelöst wird, bis zum Ende der Battlephase 1000 ATK zusätzlich. Kann sie in diesem Spielzug während jeder Battlephase einen zweiten Angriff durchführen. Ach so. Okay. Zweimal angreifen. Soll ich das riskieren oder soll ich hier mir einen Spaß machen mit Galaxieaugendrache? Urphotonendrache. Ach, es ist so schwer, sich zu entscheiden, ne?
Es macht einfach zu viel Spaß. Kommt, wir nehmen mal den Tachyon-Drachen. Habe ich sonst nie benutzt. Den benutze ich eigentlich nicht. Ich habe was gesagt von, wir spielen zum Spaß. Okay. Es hat kein anderes Monster-Effekte, ne? Das ist blöd. Ich kann den Effekt nicht verwenden. Okay, egal. Ja, okay. Aber sind ja alles keine Effektmonster. Jetzt darf ich natürlich diese Karte legen, weil sie dann in der nächsten Runde auch verwendet werden darf. Als Omni-Negate. Ach, so ein Mist aber auch. Okay. Wollen wir sicher gehen, dass ich diesmal auch den gegnerischen Effekt aktiviere, deaktiviere, ja? Mische die Karte ins Deck. Ernsthaft? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ja! Bounce die Karte einfach weg. Wie geil. Okay. Photonenvertilger. Okay, was macht denn der? Ich darf... Ah, okay. Ja, ja geil. Ja, geil. Die zweite Photonenzuflucht in meiner Hand. Nee, das so, so war das. Und so. So, kann ich jetzt nicht, ich kann doch Licht der Galaxiekönigin verwenden, ne? Und könnte den zu einem Level 8er machen. Und dann könnte ich das nächste Monster rufen. Ach, wäre das krass. Was kann ich sonst? Ich kann den und den. Oh, jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden, ne? Das ist schon krass. Ich habe ja schon einen. Ja, komm. Wir versuchen das mal. Spaß und so. Spaß. Zweimal Stufe 8. Ja, wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, okay. Falls diese Karte kämpft, wenn der Schadensberechnung Schnelleffekt einmal pro einmal von dieser Karte abhängt, diese Karte erhält nur während der Schadensberechnung ATK in Höhe der kombinierten Ränge aller Xyz-Monster, die sich derzeit auf dem Spielfeld befinden, mal 200. Falls diese Karte, die ihr besitzt, kontrolliert durch einen Karteneffekt eines Gegners zerstört wird, das macht nur Spaß, wenn man den, den Himmelssternen-Dingsbums hat. Der macht voll Bock. Der ist aber auch geil. Er absorbiert einfach die Zauberkarten des Gegners. Das könnte jetzt richtig gut werden. Aber richtig gut. Okay. Das wird jetzt ein wichtiger Negate. Dann darf ich aber nicht den Effekt vom Tachyon-Drachen verwenden. Der will nämlich jetzt, ne? Ich würde nämlich seinen Effekt negieren. Das wollen wir nicht. Nee, nee, es bringt mir nichts. Nein, nein. Gedulde dich. So. Angriff. Er aktiviert eine Zauberkarte. Komm, komm, Aktivierung zählt doch, oder nicht? Zählt das nicht? Aktivierung. Geht in der Battlephase nicht. Ah, oder wie? Drecksack. So ein Mist aber auch. Ach, schade. Okay, dann wäre aber jeder gestorben. Öl. Nein! Alter, was soll denn das? Mach doch keinen Scheiß! Ach, ruft das eine Riesenkillermotte? Was ist hier passiert? Ist der unsterblich? Was ist denn damit los? Warum geht denn nicht kaputt? Hm.
Ist der geschützt durch den Astral-Kuribo? Er bekommt 1000 ATK, falls ein anderes Photon-Monster auf dem Feld liegt. Tut's leider nicht. Tachyon ist kein Photon. Was kann man denn da machen? Hat er den Astral-Kuribo-Effekt, solange Astral-Kuribo ausgerüstet ist? Material beschworen wurde. Okay. Aha. Okay. Kann nicht zerstört werden. Wie geil. Allein durch die Beschwörung ist ein Lingering-Effekt. Okay. Ein Fluss. Da sehen wir die, ach, da sehen wir die anderen Effekte. Okay. Gut, in dem Fall gehen wir in die Battle-Phase. Wir aktivieren den Effekt. Wir legen einen ab. Die aktivieren alle Effekte der gegnerischen Dings. Ah, hat keinen Effekt aktiviert. Schade. Schade. Zu schade. Ich dachte, sonst bekomme ich ja 1000 ATK dazu, wenn der irgendwas macht. Oh nein! Aus Böse! Aufhören! Aufhören! Lass meinen Drachen in Ruhe! Ach, das ist schlecht. Das ist so schlecht. Ah, so ein Mist! Hat mich sowas von gecancelt. Das Problem ist, mein Monster kommt zurück ohne Anhängsel, ohne Lingering-Effekt. Er hat meinen Effekt aufgelöst. Er hat's geschafft! Alter! Weevil! Der ist ja übel drauf, also wirklich. Mr. Weevil, Sir. Puh. Okay, okay, okay. Okay. So, ich weiß nicht mal genau, wie er funktioniert, aber ich glaube ungefähr so. Und so? Ich glaube, so geht das. Mein letzter Versuch, mich zu retten. Okay. Zurück zum Galaxieaugen-Cypher-Drachen. Wir werfen eine Karte ab. Ich nehme mir eins seiner Monster. So, und dann nehmen wir den hier. So. Jaha! So, jetzt überlege ich gerade. Wechseln wir schon den Galaxieaugen-Cypher aus? Ich glaube ja. Direkt angreifen kann ich sowieso nicht. So. Wird ausgewechselt. Denn die Regel ist jetzt, ich dürfte jetzt nur noch mit diesem einen direkt angreifen, nicht mehr mit anderen Monstern. Aber ihr seht ja, das sind Monster in Angriffspositionen. Mit denen kann ich dann halt Schindluder treiben. So, wir dürfen nun eine Karte vernichten. Eine Karte abwerfen. Die ist gefährlich, oder? Die Spielfeldzauberkarte muss weg. Dringend. So. Battle-Phase.
Sehr gut. Ah, was macht die? Was macht die? Ach. Schlecht. Ah, den kann ich nicht angreifen. Interessant. Der ist geschützt. Gut. Okay. Ich hatte ein Comeback. Wer hätte gedacht, dass das in diesem Deck drin steckt? Das benutze ich aber nie wieder. Das war's. Das ist mir zu aufregend. Für dasselbe nochmal? Okay, feierlicher Schlag. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase, du kannst ein Drachen-Xyz-Monster des Ranges 9 und niedriger von deinem Friedhof ins Deck zurücklegen, kannst du das Monster als Spezialbeschwörung von deinem Extra. Okay. Oh, das gibt's doch nicht. Guckt euch das mal an. Den können wir wieder zurückholen. Nehmen wir den zurück. So. Möchten wir Galaxieaugen-Cypher-Drache als Spezialbeschwörung auf das Spielfeld beschwören? Ah, dann muss ich ein anderes dafür. Ach, dafür gebe ich jetzt den aber weg, ne? Der tauscht sich mit dem aus. Und dann können wir ein offenes Monster aussuchen, oder nicht? Also der Drache wird da drunter gepackt jetzt. So. So, und der hat dann auch zwei Anhängsel, wie ihr seht. So, solange diese Karte auf ein oder mehr Monster zeigt, können Monster deines Gegners diese Karte nicht als Ziel für Angriffe wählen. Aber als Ziel für eine, für ein Dings vielleicht? Versuchen wir es mal. Dann werfen wir einen ab. Nehmen uns dieses Monster und umgehen damit seine Fähigkeit. Und ja. Rufen damit wieder unseren Schmetterlingsdrachen. Der Cypher-X-Drache. So, jetzt hätten wir noch eine Fallenkarte zu zerstören, die mich stören könnte. Schaut mal, da hinten. Auf Nummer sicher. Denkt dran, wir können eh nur mit dem Galaxieaugen-Cypher-Drachen direkt angreifen. Deswegen spielt das keine Rolle. So, sehr gut. Sehr gut, ich bin jetzt gehindert. Ich darf nicht weiter angreifen. Das Blatt hat sich gewendet, Weevil Underwood. Oh nein! Er hat noch einen Effekt. Lass die Drecksmotte weg. Wie geil. Aber wir dürfen wieder unser Extra-Deck verstärken. Nein, ich möchte es nicht rufen. Nein, alles gut. Die Fallenkarte vernichten. Sehr gut. Meine Fallenkarte legen, die ich eh nicht brauchen werde. Battlephase. Und jetzt voller Angriff. Wie geil! Hätte ich nicht gedacht. Hammer! Galaxieaugen. Cool. Was ist das für eine Krone neben meinem Namen? Die kenne ich gar nicht. Okay, Leute. Erste Duell. Verdammt spannend. Unglaublich. Ich meine, es ist auch ein wirklich schlechtes Deck. Ihr habt gesehen, da geht man nicht rein und gewinnt sofort. Das ist echt krass. Wow. Tja. Wenn euch das gefällt, auf jeden Fall, ja, Daumen, ein Abo, ein Kommentar. Und wenn es sich verbreitet, dann bitte, dann mache ich mehr. Dann bittet ihr mich ja quasi, wenn ihr Daumen gibt und so. Dann bittet ihr mich darum, mehr zu machen. War echt spannend. So, macht's gut. Ciao. Bye, bye. Euer Gonzo.